Monster. In jedem von uns schlummert ein Monster. Bei manchen ein großes, bei manchen ein mittleres, bei manchen ein kleines. Lass dein Monster heute raus, in dieser Stunde, zu dieser Zeit, in diesem Moment. Und du wirst sehen, es ist kein Monster. Es ist das Es, das von dir Besitz ergreifen will. Spuck die faule Traube aus. Zeig uns dein Unterbewusstsein und werde dir bewusst, dass in jedem Menschen ein Monster steckt. Füttere es nicht, ernähre es nicht, sonst frisst es dich auf. Nationalsozialismus. Die Herrenrasse fickt unter sich. Erbschäden gibt es nicht. Du bist arisch, du bist stolz. Auf was? Darauf, dass du ausdauernder bist? Gut, dass es Corona, AIDS und Krebs gibt. Dass du Arier, verreckst wie jeder andere Mensch. Auch du, Arier, kannst sterben. Obwohl wenig an dir menschlich ist. Erklärung oder Sexbesessenheit. Wenn einer den anderen sucht, wenn eine die andere sucht, wenn einer die andere sucht, wenn eine den anderen sucht, kann es zur Sucht werden. Wenn die Sucht zur Sucht wird, ist es eigentlich die eigene Einsamkeit, die Selbstverliebtheit im Suchen, die Sucht, die mit Eifer zur Sucht wird, Narzissmus, geliebt zu werden, Sucht nach Anerkennung, die Sucht, den anderen oder die andere glücklich zu machen oder sich selbst, die Sehnsucht nach Liebe, die nie gestillt werden kann, eine Sucht, die wie oben beschrieben immer das gleiche Schema hat. Hanna. Mit scharfer Klinge schneidet sie die Bärte der Testosteronmänner. Seit Jahren, seit vielen Jahren. Und dann kam der 25. November 2012. Und da war der Kunde. Er hatte einen mächtigen Bart und sah etwas verloren aus. Er erkannte sie nicht, aber sie ihn, den Mann ihres Lebens. Den Mann, den sie vergöttert hatte. Und er hat ihr ihre Unschuld genommen. Er hat sie benutzt, genutzt, ausgenutzt, ihr Vertrauen, sie missbraucht, sie willenlos gemacht. Nein, er hat sie hörig werden lassen. Ein Spielzeug seiner Gefühle. Als er sie sah, kokettierte er mit ihr, ohne das Wissen, dass sie ihn kennt. Seine Hilflosigkeit machte sie fast wieder schwach. Und das Kokettieren war in diesem Fall wieder und wieder das archaische Grundbedürfnis von Thomas Lutz. Das erkannte sie, das wusste sie. Und er kokettierte weiter. Wollen Sie Platz nehmen? Ja, gerne. Wie soll ich Ihnen denn Ihren mächtigen Bart stutzen? So wie immer, an den Seiten kurz und in der Mitte etwas länger. Wie war nochmal Ihr Name, wertes Fräulein? Und wieder dieses Grinsen, dieses gewinnende Grinsen. Setzen Sie sich erstmal. Er sah ihr aus dem Spiegel direkt in die Augen. Der Schmerz aus der Vergangenheit bemächtigte sich ihrer Gefühle. Tränen schossen in die Augen. Die Bartschere in der Hand knickte sie ein, bis ihr rechtes Knie den Boden berührte und ihr den gewünschten Halt gab. Er beugte sich zu ihr herunter und fragte: Was haben Sie?
Der männliche Geruch, der ihr einst so gefallen hatte, stieg in ihre Nase. War nicht alles gut früher? War er nicht der Mann ihrer Träume gewesen? Ein innerer Kampf, ob jetzt gut oder schlecht war, gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht. Ein Kampf zwischen gut und schlecht. Die Bartschere hatte sie immer noch in ihrer rechten Hand umklammert. Fester Entschluss, in Sekundenschnelle. Rache, Rache, für mein verkorkstes Leben, Rache, dass du mein Vertrauen missbraucht hast, mich missbraucht hast. Fester Entschluss. Sie bohrte mit einem festen Stoß die Schere in sein linkes Ohr und stach durch und durch. Dann drehte sie seinen Kopf zu sich und da war kein gewinnendes Lächeln, kein Grinsen, kein Zähnezeigen. Da war nur noch Schmerz in seinem Gesicht. Und die Augen waren nach allen Seiten, suchend nach Hilfe. Sie zog den Kopf mit der Bartschere zu sich ans Gesicht, spuckte ihn an mit den Worten, »Es ist gleich vorbei. Lass es endlich gut sein. Es ist vorbei, Vater.« Ein kleines Liebesgedicht von 2005. Im Konkurrenz zum Sandmann. Ich rede mit dir. Wir gehen aufeinander ein. Wir zählen die Zeit nicht mehr. Sie verselbstständigt sich. Sie zählt sich selbst. Wir reden miteinander, schlagen uns mit Worten, übertreffen die Argumente des anderen mit noch absonderlicheren Ideen. Keiner will schlafen. Ein jeder ist überrascht von seinen geistigen Ergüssen und die des anderen. Man befruchtet sich gegenseitig, ein Schneeballsystem, das kein Ende finden will. Wir haben unsere Augen geschlossen und reden weiter. Es wird langsamer, schwieriger. Wir geben dem Schlaf nach. Auch diesmal hat der Sandmann seine Konkurrenz besiegt, obwohl wir zu zweit waren. Ein Sprung in den Oktober diesen Jahres. Stilles Wasser. Stürmisch ist das Meer. Die Schaumkronen spielen Schach. Schwarz und Weiß verschmelzen zu einem Lachsgrau bei aufgehender Sonne. Kein stilles Wasser in Sichtweite. Bis meine ruhige Insel kommt. Dem Vakuum in dem Kopf kann nichts anhaben. Ein Gedanke und die Welt kann um mir untergehen. Eine fixe Idee und ich höre niemanden mehr. Und ich trinke stilles Wasser.